Australische Grenzschützer suchen an der Küste des Bundesstaats Queensland nach etwa 30 Schiffbrüchigen. Es wird vermutet, dass an Bord des gekenterten Boots Asylsuchende waren. 15 von ihnen wurden inzwischen gefunden. Die anderen könnten sich in den Mangrovenwäldern an der Küste aufhalten, wo es von Krokodilen wimmelt. Fischer hatten das verlassene Boot am Sonntag an einer Flussmündung entdeckt. Verteidigungsindustrieminister Steve Jobo sagte: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Leute, wenn wir sie finden und unsere besten Leute sind auf der Suche, dass wir sie dann ausweisen und zum Beispiel nach Nauru schicken sollten. Wir sollten, wenn uns die unterschiedlichen Abkommen das erlauben, außerhalb unserer Grenzen über diese Menschen verhandeln. Sie sollten nicht in Australien bleiben dürfen. Queensland ist von Papua-Neuguinea und Indonesien aus vergleichsweise einfach auf dem Seeweg zu erreichen. Allerdings weist Australien alle Migranten, die per Boot ankommen, zurück. Offiziellen Angaben nach erreichten seit 2014 keine Migranten Australien auf dem Seeweg.